Guten Abend, es ist 19 Uhr und ich freue mich sehr, dass es heute mal wieder ein Insta-Live auf meinem Kanal gibt. Ihr dürft euch alle sehr freuen auf die Landesvorsitzende des BUND, auf Silvia Pilarski-Grosch, so heißt die gute Frau. Und sie ist Landesvorsitzende und mit ihr werde ich mich natürlich darüber unterhalten, wie sie Landesvorsitzende des BUND geworden ist und was der BUND so macht. Und sie ist super pünktlich. Ich glaube, es ist ein neuer Rekord. So schnell war noch nie jemand von meinen Gesprächspartnern mit dabei. Und da ist sie. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen, liebe Frau Pilarski-Grosch. Ich freue mich total, dass wir auf Insta zusammenfinden. Ja, ich freue mich auch. Ich habe gerade schon angekündigt, wir werden uns ein bisschen darüber unterhalten, wie wird man denn Landesvorsitzende vom BUND? Wir werden aber auch darüber sprechen, was macht der BUND eigentlich? Was ist vielleicht auch die Besonderheit des BUND in Baden-Württemberg? Und wir haben vorab vereinbart, wer eine Frage hat, darf jederzeit gerne in den Kommentaren genau diese Frage stellen. Liebe Frau Pilarski-Grosch, vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was über sich. Wie sind Sie denn am Ende Landesvorsitzende des BUND geworden? Ja, das hat jetzt vielleicht schon mal vor über 20 Jahren angefangen. Da bin ich nämlich BUND-Mitglied geworden, weil es mich überzeugt hat, dieser Aspekt Nachhaltigkeit, Stichwort, wir haben die Erde nur von unseren Kindern geborgt. Dann bin ich von Hause aus Rechtsanwältin, Juristin und im BUND in Baden-Württemberg gibt es so einen schicken Vorstandsjob im Landesvorstand, der heißt Rechtsreferent, Rechtsreferentin und dafür braucht man 2 juristische Staatsexamina und da gibt es nicht so viele davon. Und nach einem Jahr, 2 Jahren bin ich dann direkt in den Landesvorstand gewählt worden, war dann 7 Jahre lang noch Landesgeschäftsführerin in den letzten Jahren und bin im April gewählt worden. Super. Und der BUND, Sie haben gesagt, von über 20 Jahren sind Sie Mitglied geworden. Sie wissen bestimmt noch, warum. Ja, weil ich damals noch kleine Töchter hatte und gesagt habe, es ist wichtig, dass die Zukunft anders gebaut wird, als wir es gerade so dabei sind zu machen. Das war und ist immer noch BUND-Thema. Gab es da einen bestimmten Anlass? Kann ich mich nicht entsinnen, dass es einen bestimmten Anlass gab, sondern irgendwo habe ich dann mal eine BUND-Zeitschrift gesehen und habe gedacht, das ist es. Und dann gewissermaßen intern an die Spitze gekommen. Wenn man an der Spitze steht, bedeutet, es gibt immer welche, mit denen man ja zusammen agiert. Sie haben gerade den Vorstand zum Beispiel erwähnt. Wie ist denn der BUND personell aufgestellt und wer unterstützt Sie bei Ihrer wertvollen Arbeit? Also wir haben in Baden-Württemberg rund 90.000 Mitglieder und Unterstützer im BUND. Das ist schon mal das Wichtige. Wir haben 220 Orts- und Kreisverbände und wir haben so ungefähr 100 Mitarbeitende, ob in den Regionen, ob in unserer Hauptgeschäftsstelle oder eben in der Landesgeschäftsstelle, wo wir die politische Arbeit machen und dann mit Landtagsabgeordneten versuchen zu sprechen. Manchmal gelingt es, so wie heute. Der BUND hat ja tatsächlich die Aufgabe auch für sich gefunden, zu sagen, wir möchten sensibilisieren, wir möchten Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Aber da steckt ja viel, viel mehr dahinter. Was macht denn der BUND eigentlich genau? Der BUND, der besteht vor allen Dingen aus den Ortsverbänden aus meiner Sicht. Also wo wir vor Ort versuchen, nicht nur zu sensibilisieren, sondern ganz viele Stellungnahmen auch abgeben zu den verschiedenen Vorhaben, die Gemeinden haben und Landkreise haben. Er besteht aus vielen Aktiven, die sich mit bestimmten Fachthemen auseinandersetzen und dann bei Kongressen, bei Veranstaltungen entweder selbst Vorträge halten oder auch mal eine Wortmeldung haben und sagen, ja, Moment mal, aus unserer Sicht sollte das so und so sein. Also es sind auch tatsächlich, wir sind viel über 1000 Aktive, die in Baden-Württemberg versuchen, so ein kleines bisschen die Welt zu retten. Was wir auch machen, und es ist jetzt nicht nur so politisch, sondern wir haben
Streuobstwiesen, die wir pflegen. Wir haben Naturschutzgebiete, in denen wir dafür sorgen, dass die Orchideen wachsen können. Das alles braucht ja immer mehr. Es ist also auch Natur wächst nicht vor sich hin, sondern man muss sie pflegen. Absolut. Und es gab dann auch den schönen Kommentar, dass ja die Ehrenamtlichen sie durchaus auch fordern und von ihnen dann auch verlangen, dass sie da natürlich Gas geben, mit voller Überzeugung und wahrscheinlich auch verschiedene Interessen manchmal eben bündeln müssen, wenn der BUND ja am Ende dann doch mit einer Sprache sprechen muss. Das ist immer wieder so, und das bekannteste Beispiel oder die bekanntesten Themen sind ja im Moment sicherlich Auseinandersetzungen um Windenergie, um Freiflächenphotovoltaik, um Wasserenergie. Das sind so die Themen, wo eben Klimaschutz und Naturschutz zusammengebracht werden müssen und wo man auch ein bisschen natürlich ringen muss, aber wir haben es geschafft, da immer auch eine Einigkeit herzustellen. Also ich wüsste nicht, dass da so ganz große Verwerfungen innerhalb des Verbandes übrig geblieben sind. Wir kommen ja gleich sicherlich noch darauf zu sprechen, warum die Arbeit wertvoll ist. Aber mich würde gerade noch interessieren, wenn Sie ja den Überblick haben, jetzt über fast 20 Jahre, dann auch jetzt die letzten Jahre in verantwortlicher Position, ist es leichter geworden, die Position des BUND setzen zu können? Man möchte zuerst mal den Eindruck haben, ne? Also wenn man sich jetzt anguckt, Klimaschutz ist quasi großes Thema oder auch Biodiversität, das Volksbegehren, Artenschutz, rettet die Bienen, hat ja viel bewegt. Aber dann wirklich in der konkreten Umsetzung sind Politiker, Verwaltungen etc. Noch nicht auf so, dass man sagen kann, ja, das ist jetzt alles so viel leichter geworden. Es ist schwieriger geworden insofern, als es fachlich detailreicher geworden ist. Also man muss mehr wissen, um in der Diskussion dann auch standzuhalten. Woher beziehen Sie dann Ihr verschiedenes Wissen? Es sind ja die Ehrenamtlichen, klar, aber Sie haben ja natürlich auch Ihre hauptamtlichen Strukturen. Wie muss ich mir dann das Zusammenspiel vorstellen? Also wir haben in der Landesgeschäftsstelle so 15 Leute. Das sind ganz viele Referenten und Referentinnen für Fachthemen. Gerade eben bis um 6:30 war ich in unserer neu gegründeten landesweiten Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft, wo man auch überrascht ist, wie viel die Leute, also die Aktiven selber schon Erfahrung haben. Viele haben bei uns vorher studiert oder haben was gelernt, was mit unseren Themen zu tun hat, arbeiten in den Bereichen. Also wir versuchen uns sozusagen gegenseitig auch erstmal schlau zu machen und zu schulen. Und dann hat uns Corona tatsächlich in den letzten 2 Jahren auch beigebracht, per Videokonferenzen Wissen weiterzugeben. Man hört ja vielleicht manchmal auch gewisse Vorurteile, wenn es um Umweltverbände geht. Also jetzt sage ich bewusst nicht als persönliche Meinung, aber etwas überspitzt. Das sind doch die, die alles verbieten wollen und die sind daran schuld, dass ich mit meinem Auto nicht mehr nach Stuttgart fahren darf. Das ist natürlich etwas undifferenziert, aber wie gehen Sie denn mit diesen Themen um? Vielleicht sind wir auch ein Stück weit dran schuld und ich wäre jetzt enttäuscht von Ihnen, Herr Fink, wenn Sie kein Auto hätten, das in Stuttgart noch fahren darf, sondern so eine richtige Dreckschleuder noch fahren. Ja. Das würde mich jetzt wirklich überraschen. Aber wir sorgen halt, und das ist unsere Seite der Geschichte, wir sorgen dafür, dass die Luft in Stuttgart auch am Neckartor in den letzten Jahren massiv besser geworden ist, dass die Menschen, die dort wohnen, nicht mehr so stark Angst haben müssen, Asthma oder Bronchitis oder andere Krankheiten zu bekommen, sondern wirklich ein Umweltschutz ist auch Gesundheitsschutz, gerade beim Thema Luftreinhaltung. Und dann die Frage nach den Verboten oder Nichtverboten. Ja, aber Sie als Sozialdemokrat, ich halte Verbote für eine gerechte Lösung. Im Moment wird gerade so viel darüber geredet, dass der Markt, marktwirtschaftliche Instrumente etc. irgendwas richten sollen. Und prompt, wenn es eingeführt wird, fängt die Diskussion an, dass dann natürlich die Menschen, die nicht so viel Geld haben, darunter sehr viel stärker leiden, als denen ist es doch wurscht egal, was das Benzin kostet zum Beispiel. Ich glaube, das ist ein total wichtiger Punkt.
zum einen die Blickweise zu sagen, es geht gar nicht darum, irgendjemandem was zu verbieten, sondern es geht darum, auch für andere Lebensqualität zu verbessern. Das betrifft am Ende ja auch wieder uns alle. Aber der Aspekt ist trotzdem vollkommen richtig. Ich habe tatsächlich nicht so die Schwierigkeit, wenn es irgendwelche neuen Regularien gibt, dann bin ich auch zum Glück in einer finanziellen Situation, wo ich sehr schnell sagen kann, ich kaufe mir jetzt ein anderes Auto, ich switche um. Das kann natürlich nicht jeder. Also das muss einem auch immer wieder sehr bewusst sein, dass es immer auch eine soziale Frage ist. Auf die komme ich gleich nochmal zu sprechen, weil da habe ich auch noch ein ganz tolles Zitat von Ihnen, das mich sehr gefreut hat, über das wir uns unbedingt unterhalten müssen. Aber gerade das Thema Luftreinhaltung. Ich glaube, das ist etwas, wo es dann sehr schnell sehr emotional wird und wo viele mitreden, die am Ende ja gar nicht am Neckartor leben müssen. Genau. Und ich glaube auch, also Luftreinhaltung ist, ist Gott sei Dank auch mehr ins Bewusstsein der Menschen gegangen. Also auch hier bei uns in Esslingen ist es ja durchaus ein Thema. Jetzt werden die Grenzwerte Gott sei Dank eingehalten. Aber ich wohne mitten in der Stadt. Das macht halt auch einen Unterschied, ob ich in der Stadt wohne oder ob ich irgendwo außerhalb wohne. Und wer kann sich was leisten? Wer will sich was leisten? Was für Gründe gibt es dafür, dort zu leben, wo man lebt? Absolut. Ich nutze die Gelegenheit ganz kurz, weil ich mich gerade sehr freue, dass ich gesehen habe, dass der Peter Hofelich zusieht, mein geschätzter ehemaliger Kollege aus dem Landtag von Baden-Württemberg. Und ich mache nur den kleinen Zwischenschwenk. Der Peter muss unbedingt die Rede anschauen, die ich in dieser Woche zum Thema Grundsteuer gehalten habe. Da wird er nämlich ausdrücklich erwähnt. Aber das nur außerhalb unseres sehr, sehr tollen Gesprächs, liebe Frau Pilarski-Grosch. Ich habe tatsächlich gerade auch den Kommentar gesehen, der Verbot zum Beispiel von einem Plastiktrinkhalm. Das ist jetzt keine soziale Frage. Also das sind auch Punkte, ich glaube, das wird jeder sofort erkennen, dass das tatsächlich nicht die Frage ist. Aber Mobilität ist sehr wohl eine soziale Frage. Wie gestalte ich Mobilität? Wie gestalte ich Teilhabe? Auch das ganze Thema Wärmeentwicklung, wie gehen wir damit um mit kommunalen Wärmeplänen? Wie sieht die Heizung der Zukunft aus? Was habe ich da? Da geht es gleich um ganz andere Dimensionen. Da geht es um den Alltag der Menschen und schon die Frage, was man sich auch leisten kann. Das ist tatsächlich eine Formulierung, die habe ich schon vor vielen, vielen Jahren noch als Bürgermeister geprägt, dass ich gesagt habe, Grün muss man sich auch leisten können. Das darf keine Diskussion sein, die wir irgendwie abgehoben von vielen Menschen führen. Und jetzt kommt das Zitat, das ich Ihnen versprochen habe, das ich ganz toll fand. Auf der Homepage des BUND haben Sie nämlich gesagt, auf die Frage hin, da steht, was sind deine Ziele mit dem BUND? Und dann sagen Sie, Klimakrise und Artensterben sind die beiden größten Herausforderungen unserer Zeit. Mit dem BUND möchte ich mich für wirkungsvolle politische Maßnahmen gegen diese Krise einsetzen. Wenn unser Planet auch künftig lebenswert bleiben soll, müssen wir Menschen anders leben, produzieren und konsumieren. Wir können beide Krisen nur überwinden, wenn wir ökologische und soziale Aspekte zusammendenken. Und den Satz, den finde ich einfach top. Genau das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Man darf das nicht gegeneinander denken, man muss es miteinander denken. Ja, deswegen haben wir ja auch als BUND im Bundesverband, aber auch im Landesverband eine Kooperation mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband, so wie er früher heißt, jetzt der Parität, wo genau, und das ist für uns auch ein Lernprozess, das gebe ich jetzt hier offen zu, wo Themen, wo wir Forderungen stellen und uns dann gesagt wird, ja, liebe Leute, ist euch denn klar, wie sich das auswirkt? Also ob es nun um die gerechte Verteilung von neuen Anforderungen an die Wärmeversorgung handelt. Und da eben auch, das ist ja das marktwirtschaftliche Instrument, das gepriesen wurde, der CO2-Preis zum Beispiel. Und dann hat man es und sagt, ja, Marktwirtschaft ist sozusagen nicht für jeden da. Ja, absolut. Und genau dieser Aspekt, den Sie genannt haben, zu sagen, es muss sich ja tatsächlich etwas ändern, da erleben wir als Politiker ja oft auch die Diskussion, das heißt ja, der Anteil von Deutschland an dem weltweiten CO2-Ausstoß, diese 2%. Und wenn man das dann noch runterrechnet auf mich als Einzelner, da kann ja gar nichts passieren. Das ist natürlich etwas, was auch Politiker manchmal frustriert, weil natürlich können wir einen ganz aktiven Beitrag dazu leisten und müssen aber auch tatsächlich so ein bisschen Vorbild sein. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass es Menschen ermöglicht wird, diesen Wandel selber auch mitmachen zu können. Das sehe ich ganz genauso. Ich habe auch so eine Frage an Sie. Ja, gerne. Ich habe mir mal so überlegt, Sie sind ja finanzpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion. Und jetzt ist ja gerade große Haushaltsdebatte.
wenn Sie so für sich alleine sagen würden, also natürlich nicht eigennützig, das ist ja eh klar, 5 Millionen aus dem Landeshaushalt, damit darf ich jetzt, darf ich bestimmen, was gemacht wird. Was wäre das denn? Also ich habe die ganz tolle Situation, liebe Frau Pilarski-Grosch, dass ich Ihnen sagen kann, wenn ich es entscheiden dürfte, wenn ich Finanzminister wäre und unsere Fraktion dürfte ganz alleine entscheiden, was passiert, dann würden wir erstmal ganz ehrlich sagen, dass dieses Land viel, viel mehr Geld hat, als es gerade behauptet. Ich nenne Ihnen ganz wenige Zahlen, damit man weiß, von was ich rede. Im Jahr 2020, also wir reden auch von einem Corona-Jahr, selbst da hat das Land 2,6 Milliarden Überschuss erzielt im Landeshaushalt. Dann werden wir jetzt am Wochenende eine Steuerschätzung bekommen, wo das Land mit Sicherheit weit über 1 Milliarde an Mehreinnahmen haben wird. Und dann das Letzte, das Land hat Kreditermächtigungen in Höhe von 60 Milliarden. Das heißt, das Land darf 60 Milliarden Kredite aufnehmen und hat roundabout 17 Milliarden noch nicht mal aufgenommen. Das heißt, es gibt unglaublich viel zur Verfügung. Und das allererste, was ich machen würde, wäre, dass ich zum einen Geld in den Wohnungsbau stecken würde, weil ich glaube, dass Wohnen eine extrem soziale Frage dieser Zeit ist. Wenn Sie sich die Miete nicht mehr leisten können und die Spritpreise so hoch sind und Sie dann noch Kita-Gebühren haben, dass einfach Ihr Alltag nicht funktioniert, dann denken Sie nicht darüber nach, wie sieht Passivstandard aus, zum Beispiel. Und das konkrete andere, neben Wohnungsbau, da werden wir dafür, dass man 300 Millionen in die Hand nimmt. Ich finde die Idee mit dem 365-Euro-Ticket, das jetzt die Landesregierung auf den Weg bringt für junge Menschen unter 21, ist eine großartige Idee. Aber das reicht nicht, das für Menschen unter 21 zu machen. Also ich wäre sofort dafür, dass wir all denjenigen, die im Sozialhilfebezug sind, ebenfalls ein 365-Euro-Ticket ermöglichen. Das würde dann zum Beispiel auch gelten für dieses Seniorenticket, das es gibt. Das wären die beiden Bausteine, wo ich sofort ran wollte. Zum einen Wohnen, zum anderen das Thema Mobilität. Und dann würde ich viel konsequenter das Thema Photovoltaik auf landeseigenen Gebäuden umsetzen. Die gehören nämlich von der Organisation her zum Finanzministerium. Dort ist die Abteilung Vermögen und Bau. Und ich glaube, das wäre etwas, wo man im Finanzministerium sehr schnell gut umsetzen könnte. Und wenn es wirklich nur 5 Millionen wären, dann würde ich sie aufteilen, um in jedem dieser Bereiche ein Pilotprojekt zu starten, um zu zeigen, was ich damit konkret meine. Ja, ja, ich meine auch, da sind wir uns ja beim Wohnungsbau, sind wir uns ja im Prinzip einig. Nur aus unserer Sicht sind die Instrumente, die bisher gewählt worden sind, dafür halt nicht die richtigen. Also auf Bundesebene zu sagen, mit einer Erleichterung gerade der, meine ich unbeliebt, ich weiß es, Einfamilienhäuser, statt, wir sind wirklich auch dafür, dass eben verdichtet gebaut wird, dass es dass Wohnungen gebaut werden, die bezahlbar sind. Und das ist ungeheuer schwer bei den derzeitigen Grundstücks- und Marktpreisen. Da muss man einfach mit einer Förderung rein, sonst werden wir das überhaupt nicht schaffen. Also mit allein neuen Wohnungen zu bauen, werden wir das Problem nicht lösen, sondern wir müssen wirklich neue bezahlbare Wohnungen schaffen. Und das geht nur mit wirklich erkennbaren, erklecklichen Zuschüssen vom Staat. Absolut. Das war übrigens eine Debatte, die ich durchaus auch noch im Kopf habe. Ist noch gar nicht so lange her, da gab es mal, ich glaube, in Hamburg dieses Thema mit dem Bebauungsplan, dass angeblich jetzt Einfamilienhäuser verboten werden. Da kann ich Ihnen auch sagen, es gibt ganz, ganz viele Bebauungspläne, in denen Einfamilienhäuser nicht vorgesehen sind. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Also insofern gibt es dann auch verschiedene Ecken, die man bebauungsplantechnisch auch ganz unterschiedlich behandelt. Aber ich glaube auch, dass wir da umdenken müssen, was die Frage nachhaltiges Bauen auch betrifft, auch generationengerechtes Bauen, auch die Frage, wie gehen wir mit Recycling um von Baumaterial. Das halte ich für eine ganz spannende Frage. Und da gibt es ja auch bei uns in Esslingen ein konkretes Beispiel, dass das Landratsamt in Esslingen abgerissen werden muss, weil es nach nicht mal 40 Jahren seinen Zenit überschritten hat. Ist was, das können Sie schwer erklären, wenn man nicht sich durch den gesamten Vorgang intensiv sich damit beschäftigt hat. Aber wie man dann damit umgeht, dass dann zukünftig nachhaltig gebaut wird, wie man auch Recyclingmaterial einsetzt, da glaube ich auch, dass die öffentliche Hand auch da eine Vorbildfunktion hat. Ja, ich will
So genau weiß ich über das Landratsamt jetzt nicht Bescheid, aber wirklich sich noch klar zu machen, wie viel graue Energie eben im Abriss und im Neubau steckt und was man da in Sachen Klimaschutz veranstaltet, das wird oftmals nicht hinreichend betrachtet, wenn man. Es ist leichter, also ich wohne in 100 Jahre alten Haus, 120 Jahre alt und ärgere mich schon auch häufig. Manchmal denke ich, ah super, es wäre doch so nett, ein neues Haus zu haben, wo man alles neu gestalten kann und nichts geht erstmal in den 20 Jahren kaputt. Ich kann das, den Landkreis da schon verstehen. Aber hat halt seine zwei Seiten. Absolut. Aber es ist spannend, weil ich finde tatsächlich, und deshalb komme ich gerne nochmal auf Ihr Zitat zurück, das ich vorhin genannt habe. Ich finde diesen Ansatz, den Sie persönlich wählen, für sich, wie Sie sagen, was möchte ich als Landesvorsitzende erreichen? Ich finde, das ist toll, weil Sie eben sehr bewusst diese gesamtgesellschaftliche Debatte führen, wenn Sie über das Thema Umwelt und Naturschutz sprechen. Und das finde ich etwas, was ich immer gut finde, wenn man seinen Horizont erweitert und den Menschen zeigt, ja, wir haben ein oder zwei Themen, die sind uns wichtig, für die kämpfen wir, aber wir haben deshalb die anderen Themen nicht weniger auf dem Schirm. Es ist ja auch so, dass wir alter Solidaritätsgedanke sozusagen, wir werden das auch nicht erreichen. Also wenn wir nur alleine ohne Rücksicht ständig sagen, Klimaschutz zum Beispiel, dann wird Politik ja auch überhaupt nicht handeln. Wir sind ja nicht Politik. Wir können ja nur versuchen, ob nun über Öffentlichkeitsarbeit, über Information oder eben über direkte Gespräche einen gewissen Einfluss oder einen gewissen Wissensvorsprung in die Politik reinzubringen und sie damit zu beeinflussen. Ne? Das ist ja unser täglich Brot sozusagen. Wir sind nicht die, die entscheiden. Das muss man immer auch klar sagen. Und natürlich hat Politik viel mehr abzuwägen, aber es gibt auch klare Themen, die wir irgendwie gemeinsam anpacken müssen. Deswegen noch meine zweite Frage an Sie. Was ist denn eigentlich Ihr, haben Sie ein Lieblingsthema in Sachen Naturschutz? Und wenn ja, welches? Also mein Lieblingsthema in Sachen Naturschutz ist die Artenvielfalt. Ich finde, Artenvielfalt ist ein total spannendes Thema, das bei uns ein bisschen mehr ins Bewusstsein gekommen ist durch das Thema Insekten und Bienensterben. Dadurch hat es ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber ich finde, es läuft insgesamt immer ein bisschen unter dem Radar. Und deshalb würde ich das noch als Lieblingsthema mitbenennen, weil ich glaube, dass wir da alle zusammen noch mehr darauf hinweisen können, was eigentlich jeden Tag auf diesem Planeten passiert beim Thema Artenvielfalt. Das ist mir gerade ein bisschen zu wenig in der öffentlichen Diskussion und deshalb würde ich das als Lieblingsthema benennen. Ja, dann kann man ja auch im Finanzausschuss dafür was tun. Absolut. Und jetzt, ich merke schon wieder, eigentlich hätte ich noch total Lust, mindestens 2 Stunden mit Ihnen weiter zu diskutieren. Das schreit nach einer Fortsetzung. Aber mit dem Blick auf die Uhr kommt meine Abschlussfrage. Nachdem Sie jetzt gesagt haben, was ich machen würde, wenn ich Finanzminister wäre, ist natürlich die Abschlussfrage, was wäre denn Ihr erstes Handeln als Umweltministerin des Landes? Was wäre das, wo Sie sagen würden, das muss man im Land Baden-Württemberg jetzt anpacken? Also mein erstes Handeln wäre tatsächlich mit meinen eigenen Aktien dann sozusagen als Land auf die ENBW einzuwirken und dafür zu sorgen, dass da nochmal ein klarerer Fokus auf den Klimaschutz gesetzt wird und dass die das Thema der Wärmewende auch von der ENBW mitbehandelt wird. Das ist einfach ein riesiger Hebel, den das Land damit hätte, wenn es seine Aktien und seinen Einfluss auf ENBW gut nutzen würde. Auch das nehmen wir mit in die anstehenden Beratungen und weit darüber hinaus. Für heute möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch, aber nicht nur für das Gespräch, sondern ich möchte mich vor allem für Ihre Arbeit bedanken und das stellvertretend für die ganz vielen, die bei Ihnen mitwirken
im Ehrenamt, aber auch bei Ihnen in der Geschäftsstelle. Es ist gut, dass es Sie gibt. Es ist gut, dass Sie manchmal auch nervig sein können. Das ist auch der Job von denjenigen, die Politik darauf hinweisen müssen, wo Missstände sind. Und ich sichere Ihnen immer offene Ohren zu und freue mich auf alle weiteren Gespräche, die wir, egal in welcher Konstellation, führen werden. In dieser Zeit gilt vor allem, bleiben Sie bitte gesund, passen Sie gut auf sich auf und nehmen Sie bitte ein herzliches Dankeschön an den ganzen BUND Baden-Württemberg mit. Mache ich gerne und herzlichen Dank fürs Gespräch. Sehr gerne. Auf bald und einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.